Ja, guten Tag. Wir sind heute bei Herrn Schwiderski im Büro. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für mich. Dr. Dirk Schwiderski wurde 2005 zum Akademischen Rat für Hebräisch und Altes Testament an der Theologischen Fakultät Heidelberg ernannt. Zuvor studierte er evangelische Theologie, altorientalische Philologie und Altertumskunde in Münster und Bochum und promovierte in evangelischer Theologie. Sie sind ja unter anderem zuständig für den Sprachunterricht in Hebräisch hier an der Fakultät. Und da wäre meine erste Frage, wieso? Wieso lernen wir eigentlich hier Hebräisch an der Fakultät? Wieso ist das wichtig für das Theologiestudium? Das geht zurück auf die Reformationszeit. Martin Luther und auch die anderen Reformatoren waren ja auch Universitätstheologen. Martin Luther war für Altes und Neues Testament gleichermaßen zuständig. Und zu den Entdeckungen seiner Zeit gehörte, dass man zu den Quellen zurück wollte, dass man also ad fontes, also die Quellsprachen auch beherrscht. Und in der Zeit hat der Humanismus auch sozusagen das Hebräische und Griechische auch neu entdeckt. Und das wurde im Grunde genommen als große Innovation der Zeit dann auch in die Universitätsstudien mit eingefügt, dass man den Dingen möglichst auf den Grund gehen wollte, sie möglichst gut verstehen und dazu die Originalsprachen halt verwendet hat. Dieses Konzept ist im Grunde genommen bis heute aufrechterhalten worden und ja auch in anderen Wissenschaften macht man es so. Wenn man Amerikanistik studiert, dann tut man das auf Englisch und nicht auf Deutsch, so auch in der Theologie. Die beiden biblischen Quellensprachen, aber auch das Latein für viele Quellen in der Kirchengeschichte sind zentral. Und um sie möglichst gut verstehen zu können, auch auf wissenschaftlichem Niveau, lernt man halt diese drei Grundsprachen. Und diese Quellen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die gibt es ja eigentlich auch alle in Übersetzungen, in vielen Übersetzungen. Wieso muss man denn dann die Sprachen noch lernen? Man kann ja auch einfach mit den Übersetzungen arbeiten. Das könnte man tun und es wird ja auch getan. Aber wenn man es genau wissen will, und das will die Wissenschaft zum einen, aber auch die Theologie will es genau wissen, dann kommt man um die Sprachen nicht drum rum. Denn es ist immer nur, wenn Sie drei verschiedene Übersetzungen nebeneinander legen, sagen wir mal die Luther 17, die Basisbibel und die Gute Nachricht, dann werden Sie drei unterschiedliche Texte vor sich haben. Und um zu entscheiden, was jetzt im Grunde genommen richtig, was falsch oder was auch nur möglich ist, dazu braucht es Sprachkompetenz. Deswegen ist es eigentlich ein sinnvolles Projekt, das nach wie vor zu tun. Und ist dieser Umgang mit den Originalquellen für das Pfarramt so zentral, dass es nicht zum Beispiel auch vorstellbar wäre, dass es auch PfarrerInnen geben könnte, die eben nicht das Hebraikum, Graecum und Latinum haben, sondern vielleicht irgendwie nur einen Grundkurs alte Sprachen? Vorstellbar ist vieles. Es ist letztendlich auch die Frage, wie viel Zeit man investieren will für die wirklich wichtigen Dinge. Und wenn die Bibel tatsächlich auch Gottes Wort ist oder bezeugt, dann scheint es mir doch sehr zentral zu sein. Und man sollte sich dann wirklich Mühe geben, es gut zu verstehen und nicht nur auf der Oberfläche. Und wenn wir jetzt nochmal weggehen davon, was der Sinn der Sprachen für das Pfarramt ist, wie ist das denn, was würden Sie sagen, ist das, was Sprachenlernen an sich für sich selbst schon so großartig macht? Was fasziniert Sie da so? Sprachenlernen eröffnet viele Welten im Grunde genommen. Wenn Sie Hebräisch zum Beispiel lernen, haben Sie einen direkten Zugang zu der altorientalischen Welt, die ganz viel auch noch uns bis heute prägt. Ganz viele Inhalte, Themen sind letztendlich, kommen aus dem Orient, aber auch aus der griechischen Welt. Die gesamte Philosophie, unser westliches Denken ist alles geprägt durch Texte, die in diesen Sprachen formuliert sind. Und mit den Sprachen werden halt auch Einblicke in diese Welt gegeben. Wenn Sie zum Beispiel Hebräisch gemacht haben, selbst wenn Sie es wieder ein bisschen verlernen, ist man in den Sachen viel mehr zu Hause. So wie wenn Sie sagen, mal ein halbes Jahr im Ausland verbracht haben, dann sind Sie, wenn Sie ein halbes Jahr in Amerika verbracht haben, sind Sie kein Amerikaner oder keine Amerikanerin. Aber trotzdem ist es was anderes. Jetzt ist das ja doch relativ viel Zeit, die man im Studium da mit dem Sprachenlernen verbringt. Es sind drei Sprachen, die man lernt und insgesamt fünf Semester. Glauben Sie nicht, dass das viele Leute womöglich davon abschreckt, Theologie zu studieren? Möglich, aber vielleicht zieht es auch manche an. Mich persönlich hat es angezogen. Verwundert vielleicht nicht, wenn man hinterher dann auch Hebräisch Lehrer wird. Aber es stimmt schon, manche schreckt es vielleicht ab. Deswegen ist es gut, die Dinge halt auch in einer gewissen Waage zu halten. Man darf es nicht übertreiben. Es darf nicht ein zu hohes Gewicht, denke ich, im Studium kriegen. Aber man sollte es auch nicht aufgeben, denn dann würde man viel verlieren,
viel an Kompetenz verlieren, auch als Pfarrerinnen und Pfarrer oder als Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Ich denke, eine weise Ausgewogenheit ist der Weg, den man gehen sollte. Und wenn Sie jetzt jemandem, der vor dem Studium steht und vor diesem großen Berg an drei Sprachen steht, einen Ratschlag geben würden, wie kommt man da durch? Wie kämpft man sich durch drei Sprachen? Also ich würde sagen, erstmal keine Panik, sondern Schritt für Schritt. Michael Ende hat das mit Beppo Straßenkehrer so gemacht. Eine Platte nach der nächsten fegen und nicht versuchen, die ganze Straße auf einmal mit Hektik hinzukriegen. Das wird nichts, sondern man fängt mit einer Sache an, macht dann die nächste und immer auch schauen, dass man nebenbei auch noch andere Dinge tut. Also um nicht nur in irgendeinem Sprachentunnel zu sein, sondern sozusagen nebeneinander von Theologie, Leben und Sprachen. Das ist jedenfalls eine gute Idee, denke ich. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich, dass Sie sich hier meinen Fragen gestellt haben und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass Sie gefragt haben.